Wir sind unterwegs in den Asternweg, den sozialen Brennpunkt in Kaiserslautern. Der Landtagswahlkampf ist auch hier präsent und pünktlich zur Wahl entdeckt die Politik auch dieses Viertel wieder. Christian Baldauf, der CDU-Bewerber um den Ministerpräsidentenposten, hat hier sogar einen Wahlspot gedreht. Ich bin heute im Asternweg in Kaiserslautern, ein Brennpunkt. Uns ist es sehr wichtig, dass wir hier was für die Menschen tun. Es leben viele Kinder hier. In den Brennpunkt kommen seit Jahren immer wieder Politiker zu Fototerminen. Etwa die sozialdemokratische Landessozialministerin Sabine Betzing-Lichtentäler. Politische Unterstützung, auf die sie hier gebaut hatten. Wir hatten große Hoffnung und passiert ist letztendlich wenig bis gar nichts. Doch was erwarten die Menschen im Brennpunkt von der Politik? Wie leben sie hier? Wir treffen Steffi Kallenbach wieder. Sie ist schon im Asternweg geboren und lebt hier inzwischen mit ihren 6 Kindern. Diesmal können wir nicht in ihrer kleinen Wohnung drehen. Corona-Abstand ist kaum möglich. Doch vor dem Lockdown haben wir die Familie schon mehrfach in ihrer Wohnung besucht. Tochter Alina hatte uns herumgeführt. Hier ist das Kinderzimmer. Ein Zimmer für 6 Kinder mit 4 Betten. Die beiden Jüngsten schlafen im Bett der Mutter. Seit ein paar Monaten lebt auch Steffis schwerkranker Vater mit hier. Im Wohnzimmer steht sein Pflegebett. 8 Menschen auf 54 Quadratmetern. Die 11-jährige Alina hatte damals gehofft, wenigstens digitale Unterstützung fürs Lernen zu bekommen. Ja, ich krieg einen Laptop. Das war vor 5 Monaten. Ist das Laptop inzwischen angekommen? Die Lehrerin hat gestern angerufen, aber da ist nichts gekommen. Alina ist enttäuscht. Doch ihre alleinerziehende Mutter rechnet ohnehin kaum mit Unterstützung durch die Politik. Wenn sie ein Problem hat, geht sie zu Ilse Menke. Sie hilft mit dem Einkaufen, hilft bei allem. Was ist das noch über geht zu ihr? Ilse Menke ist eine Institution im Asternweg. Sie ist die Wirtin in der Kneipe zum Ilse und Anlaufstelle für viele Bewohner. Auch jetzt, wo sie seit Monaten geschlossen hat. Dann kommen sie halt ans Fenster der Kneipe. Hallo Jockel, alles klar. Wie Joachim Langner, den hier alle Jockel nennen. Ilse Menke ist hier aufgewachsen. Sie weiß, woran es am meisten fehlt. Viele Wohnungen sind beschimmelt, es ist kein Gas, es ist keine Dusche. Jockel will uns zeigen, wie er lebt. Ein Zimmer, Küche, Toilette. Wasser gibt es nur an der Spüle, aber nur kaltes. Warmes Wasser hat er hier gar nicht. Im Raum steht seit Jahren eine Duschkabine, die war noch nie angeschlossen. Das heißt, Sie können hier gar nicht duschen? Nein, ich gehe dort immer, wo die Gemeinschaftsdusche, gehe ich nur duschen. Froh ist er, dass sein Gasofen endlich wieder funktioniert. Jetzt rauscht er auf 3. Sehr gut. Einmal frei, der Ofen. Super. Für ihn nicht selbstverständlich. Er hat 9 Monate lang in einer kalten Wohnung gelebt. Der Grund? Eine Sperre der Stadtwerke wegen hohen Strom- und Gasschulden. Diese Sperre ist jetzt aufgehoben. Das hat Katharina Welch-Schied für Jockel organisiert. Auch sie kümmert sich ehrenamtlich um die Bewohner im Kalkofen, hat mit ihnen den Verein Asternweg e.V. gegründet. Seit Jahren kämpfen sie für bessere Lebensumstände hier. In 11 Wohnblöcken gibt es rund 260 Wohnungen, erbaut in den 50er Jahren. Sie gehören der Stadt Kaiserslautern. Die bringt hier Menschen unter, die zwangsgeräumt oder obdachlos sind. Wir waren schon mehrfach hier und haben schlimme Zustände erlebt. Verwahrloste Flure, schimmelige Gemeinschaftsduschen und verdreckte Toiletten. Die Zustände in den Schlichtwohnungsblöcken sind halt menschenunwürdig. Kein Mensch hat es verdient, ohne Dusche, warmes Wasser und Heizung zu leben. Gerade in einem reichen Land wie Deutschland müsste das wirklich Standard sein. Und es sind ja städtische Unterkünfte. Was wir immer sagen, ist, dass zuerst saniert werden muss. Und genau das hatte der Stadtrat Kaiserslautern schon 2015 beschlossen. Alle Blöcke sollten komplett saniert werden, innen und außen, und zwar innerhalb von 10 Jahren. Passiert ist das seitdem aber erst bei einem einzigen Block. Wie ein Mahnmal wirkt er in der heruntergekommenen Umgebung. Doch warum geht es nicht weiter? Oberbürgermeister Klaus Weichel ist seit 12 Jahren das sozialdemokratische Stadtoberhaupt und verantwortlich auch für die Lebensbedingungen im Asternweg.
Doch für ein Interview mit uns hat er keine Zeit. Wie jedes Mal antwortet er nur schriftlich, teilt mit, künftig solle die Sanierung schneller vorangehen. Fototermine zum Brennpunkt nimmt der Bürgermeister dagegen wahr und teilt sie auch auf seinem Facebook-Account. Hier präsentiert er sich als sozial engagiertes Stadtoberhaupt, etwa mit Spendenaktionen zugunsten des Asternwegs. Klar ist das schön, wenn man, sag ich mal, Spenden bringt oder wenn man mithilft, eben Spenden zu verteilen. Aber wird das wirklich was an der Situation der Menschen hier verändern? Die kriegen die dann eine Dusche und warm Wasser und Heizung? Auch die Landessozialministerin Sabine Betzing-Lichtentäler war schon mehrfach hier. Immer wichtig, familiäre Fotos mit Ilse oder Katharina zum Teilen auf Facebook. Wir haben uns wirklich gefreut, als wir gehört haben, dass Frau Betzing-Lichtentäler kommt. Und da haben wir gesagt, hey, jetzt kommt sogar eine Ministerin. Das kann ja eigentlich nur gut werden. Vielleicht haben wir dann endlich die Chance, dass jetzt wirklich saniert wird. Und dann ist ihm gar nichts passiert. Gar nichts. Auch Ilse Menke erinnert sich, dass sie vor 2 Jahren der Sozialministerin hier den teils maroden Spielplatz gezeigt hat. Was hat sie sich erhofft? Also, dass sie vielleicht ein gutes Wort anlegt und dass vielleicht etwas schneller alles geht. Und was ist passiert danach? Eigentlich nichts. Der Spielplatz wurde später mit Spenden renoviert. Geld von der Sozialministerin gab es nicht. Auch die Ministerin gibt uns kein Interview. Schriftlich sagt sie, Armutsbekämpfung im Land sei ein Schwerpunkt ihres Handelns. Wir fühlen uns benutzt von sehr, sehr vielen Menschen, die in politischen Positionen sind, weil die konnten dann zeigen der Wählerschaft, was für soziale Menschen sie sind. Und diese Kulisse, in dem Sinne war es eigentlich nichts anderes, wie nur eine Kulisse zu haben für ihre schönen Fotos. Derzeit nutzt CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf die Kulisse für Seitenhiebe auf den politischen Gegner. Ich nehme hier wahr, dass die SPD sich hier nicht drum kümmert. Das ist wirklich ein Politikum hier. Es braucht Wärme, es braucht Heizung, es braucht Toiletten. All das ist nicht da. Manfred, wir machen das gemeinsam. Doch die meisten Netzkommentare merken an, dass gerade Wahlen anstehen und nehmen ihm sein Engagement für den Brennpunkt nicht ab. Christian Baldauf stellt sich dieser Kritik vor unserer Kamera. Das kann ich sehr gut verstehen, weil seit Jahren ja nichts passiert ist. Es war alles Fassadenpolitik, es hat niemandem geholfen. Und ich kann nur sagen, Zutrauen zu mir, ich setze es gerne um. Doch solche Versprechungen haben die Menschen im Asternweg schon zu oft gehört. Ich glaube erst, wenn ich sehe, wenn es fertig ist. Da lebe ich gar nicht mehr. Da lebe ich gar nicht mehr.